Ich habe gedacht, ich kommentiere euch mal meinen Ritt mit Bella. Das war die Quali fürs Bundeschampionat der 6-jährigen Springpferde. Und ich muss euch sagen, ich war unfassbar nervös. Ich hatte einen wirklichen Schiss in der Buchse, wenn man das so sagen darf. Ja, Sprung 1 gut getroffen, aber hier in der Wendung einfach viel zu doll festgehalten, kein Galopp gehalten und kam knüppeldicht an den Ochser. Normalerweise hätte sie da einfach stehen bleiben müssen. Hier war ich am Überlegen, an dem Stall vorbeizureiten, deswegen habe ich auch so festgehalten. Und ja, die Maus hat das aber super gut gelöst. Die nächste Linie habe ich dann vernünftig getroffen, weil ich nur dachte, Nina, was machst du da? Reite vernünftig. Ja, das war wirklich gut. Dann kam jetzt die Dreifache, da kam ich auch wieder recht dicht an den Ochser, hatte aber das Bein dran und bin weitergeritten. Deswegen war das nicht ganz so dramatisch. Bella macht das wirklich richtig toll. Ich weiß, ich habe einen richtigen Knaller unterm Hintern und das hat sie in diesem Parcours auch nochmal richtig bewiesen. Ja, den Ochser habe ich gut getroffen, auch die Linie auf den Steil. Das war wirklich nicht schlecht. Der Steil war auch gut. Die Nervosität schwachte jetzt auch langsam ab, weil ich jetzt den Rhythmus endlich hatte und den Rhythmus gefunden habe. Auch hier an dem Ochser wieder richtig gut gesprungen, super getroffen. Ja, dann kam noch ein Sprung. Der war auch sehr gut getroffen und dann ging ich schon auf den Wassergraben. Da habe ich auch ordentlich galoppieren lassen, weil ich echt knapp in der Zeit war. Aber das hat auch super funktioniert. Ich war happy ohne Ende auf mein Pferd und ja, hört euch das Urteil gerne an. Also ein bisschen den Rhythmus verloren bei 2 und 3, aber dann gut in die Prüfung reingekommen. Deswegen nehmen wir sie mit 8,0.